Guten Morgen, Herr de Boer. Guten Morgen. Es soll ja Leute geben, die mit der Werbung neben ihren Videos bis zu 100.000 Dollar im Jahr verdienen. Welche Inhalte rocken? Ja, es sind zum einen Inhalte, zum anderen aber auch Kriterien, die erreicht werden bei den Nutzern. Es gibt Kriterien wie zum Beispiel Spaß haben, berühmt werden können, Interaktivität, die und einfach Nutzen stiften für den User. Der User entscheidet, was er sich anschaut und danach bemisst sich auch, ob ich erfolgreich bin und damit Geld verdienen kann. Als Beispiel nenne ich immer gerne die Tutorials. Das gibt zum Beispiel Ebrusas Schminktipps. Die sind sehr beliebt, sehr gut, weil einfach dort auf eine sehr einfache, natürliche Art erklärt wird, wie ich mich geschickt schminke. Und da gehen immer Leute rein, weil sie einen klaren Nutzen dahinter haben. Und mittlerweile, es gibt Herr Tutorial, der verschiedenste Tipps gibt, wie man Dinge anfassen soll. Also Tutorials ist der eine Weg, aber eigentlich das festzulegen auf einen bestimmten Themenkreis wäre ein bisschen gefährlich, weil die Nutzerschaft von YouTube mittlerweile so groß ist und so breit ist, dass auch Themen, die man gar nicht so erwarten würde, mittlerweile großen Anklang finden. Also es gibt in der Tat einige Leute, die 100.000 Dollar damit verdienen. Viele Firmen hoffen ja auf einen viralen Effekt, wenn sie Videos bei YouTube einstellen. Wie gelingt das Firmen? Was müssen die beachten? Gut, Viralität ist etwas, wovon jeder natürlich träumt und hofft, weil es eine sehr kostengünstige Sache ist. Faktisch glaube ich mittlerweile, dass Viralität kaum planbar ist. Also wenn jemand Viralität möchte, dann muss er im Zweifel in Kauf nehmen, dass das nicht funktioniert, obwohl er alles gut geplant hat und alles gut durchdacht hat. Es gibt einige Beispiele, da hat es super funktioniert, da gab es Millionen von Klicks, aber auch die das gemacht haben, hatten das in dieser Dimension nie so erhofft, gar nicht gewagt, das so zu machen. Was rate ich einer Firma? Ich rate einer Firma, wenn ich in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Nachricht loswerden muss, dann würde ich sagen, probiert auch Viralität, weil das kann funktionieren. Aber es ist sehr unsicher, deshalb würde ich niemals versuchen, meine gesamte Kampagne viral laufen zu lassen, wenn ich in einem bestimmten Zeitraum mit meiner Nachricht draußen sein muss. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich zur Werbung. Wie können Firmen YouTube für Werbung einsetzen, wenn das mit der Viralität mal nicht geklappt hat? Nun, ich würde jedem raten, seine Kampagnen, ob viral oder nicht viral, durch verschiedene Werbemittel auf YouTube zu stützen. Es gibt das reichweitenstarke Werbemittel auf der Homepage. Dort haben wir deutliche zweistellige Impressions jeden Tag. Wir können aber auch sehr gezielt auf der Suchergebnisseite werben, auf der Keyword-Basis, auf Kategorie-Basis. Oder ich kann mich an Inhalte mit meiner Werbung heranlegen, sehr gezielt, wenn ich auf der Watchpage, wie wir es nennen, dort, wo das Video geschaut wird, zum Beispiel Pre-Roll schalte. Also ich habe sehr viele Möglichkeiten, mich sehr gezielt voranzubewegen. Und das hängt von meinen Werbezielen ab, die ich erreichen möchte, was für mich das beste Werbemittel ist. Ich empfehle jedem, alle Viralität zu stützen, zu helfen. Ich kenne tolle Videos auf YouTube, die auch 100.000, 200.000 Klicks geschafft haben, die aber das Potenzial gehabt hätten für viel, viel mehr, wenn dort einfach die Rampe gewesen wäre und einfach sehr viele Menschen sofort drauf gelenkt worden wären. Herr de Boer, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.